In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektrum, beziehungsweise zu einer neuen Folge von In Spektrum Menschen im Porträt. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, mein Name ist Getz, ich bin 33 Jahre alt, identifiziere mich als Arrow Ace und Non-Partnering und bin eine weiße Cis-Frau aus der Schweiz. Genau, und du hast uns heute ein Porträt mitgebracht. Möchtest du uns ganz kurz erzählen, wen wir gleich sprechen hören werden? Sehr gerne. Ich habe mit Risa gesprochen. Risa nutzt sie, ihr Pronomen, ist demiromantisch, Grey Ace und Bi. Und Risa wird gleich über ihre Arbeit im Bereich Bekleidung und Mode sprechen. Sie hat auch über ihren Hund viel erzählt und von ihrer Krebserkrankung und die Zeit danach und wie sie das erlebt hat. Das klingt alles sehr spannend. Dann wünsche ich euch gleich schon mal viel Spaß beim Hören. Viel Spaß! In Spektren. Menschen im Porträt. Ja, guten Morgen, Risa. Magst du dich zuallererst kurz ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Wo bist du gerade? Hallo, ich bin Risa. Ich bin sitze gerade an meinem Schreibtisch. Hinter mir ist mein Hund, also falls ihr den zwischendurch mal hört, nicht wundern. Ja, ich bin demiromantisch, Grey Ace und Bi. Ich bin eine weiße Cis-Frau, ich benutze sie, ihr Pronomen. Ja, ich studiere Textil- und Bekleidungsingenieurwesen. Und auf ASPEC German bin ich im Projekte, Events und Social Media Team. Vielen Dank. Magst du ein bisschen was über deinen Alltag im Moment, deine Lebenssituation erzählen? Ja, also ich wohne momentan in einer etwas größeren WG an meinem Studienort. Also etwas größer. Ich habe 6 Mitbewohner, allerdings ist das mehr so eine Zweck-WG, fast schon mehr wie ein privates Wohnheim. Also wir haben untereinander nicht ganz so viel zu tun. Ja, und mein Alltag, die wichtigsten Punkte in meinem Alltag sind im Grunde halt mein Stundenplan und der Hund, nach denen ich mich dann so richten muss. Ja, das ändert sich dann auch von Tag zu Tag so ein bisschen, weil wir ja jeden Tag einen anderen Stundenplan haben und der sich auch mal von Woche zu Woche ändern kann, weil wir auch sehr viel projektbezogene Fächer haben zum Beispiel. Und da muss ich dann immer so gucken, wo passt es dann rein, dass ich die größere, wann gehe ich die größere Runde mit dem Hund, morgens, mittags, abends. Also wenn ich mal nicht so viel Zeit habe, kann ich auch dann mal in den Garten gehen mit dem Hund. Das ist ganz praktisch. Dann habt ihr den eigenen Garten? Genau, einen kleinen Garten. Eine relativ große Terrasse und ein kleiner Garten gehört zu dem Haus dazu. Magst du ein bisschen was über die Ausbildung? Du hast jetzt gesagt, ihr habt viele so Praxisprojekte auch. Und vielleicht ein bisschen noch konkreter, was die Fächer sind? Ja, also das Fach mit der meisten Praxis, das wir haben, ist industrielle Fertigungstechnik. Da haben wir ein Labor. Klingt jetzt, Labor klingt immer so nach Chemielabor oder so, aber das ist im Grunde genommen eine Nähfabrik in einem Labormaßstab nachgebaut, wo wir dann eben auch lernen, wie das, wie genau so Sachen dann gefertigt werden, wie da die Abläufe und die Nähtechniken und so sind, indem wir es halt eben dann auch mal selbst machen müssen, dürfen. Dieses Semester zum Beispiel ist das ein Kleid und ein Blazer, den wir nähen. Letztes Semester hatten wir Stricksachen, wie die vernäht werden und so. Ja, oder im ersten Semester war es ein Hemd.
das wir dann genäht haben. Ja, haben aber auch so mehr das typische Labor, Textilprüfung und Textilchemie haben wir auch. Letztes Semester, das war auch sehr cool, da hatten wir Stricktechnik und Design und da durften wir dann auch selbst Pullover entwerfen und zumindest die Seite mit dem Muster, das wir hatten, haben wir dann wurden dann auch abgestrickt auf der Maschine. Ja, und wir können uns aber dann auch noch die restlichen Teile von dem Pullover dann auch noch in dem Programm programmieren und dann auch noch abstricken. Das werde ich wahrscheinlich dieses Semester auch noch dann irgendwann mal tun. Was gefällt dir am besten an deiner Ausbildung? Ja, was gefällt mir am besten? Ja, nicht so einfach. Also ich mag es sehr, wenn meine kreative und meine logisch denkende Seite ein bisschen zusammenarbeiten dürfen. Entsprechend, also war zum Beispiel letztes Semester das Strickdesign, dass wir uns dann das Design überlegen durften und dann das aber auch umsetzen mussten, sodass es dann funktioniert und so. Das sowas mag ich dann sehr gerne. Kannst du mir so ein bisschen was davon erzählen, was dieses Textil- und Bekleidungstechnologie-Studium ist und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie man dazu kommt? Ja, genau. Also ich werde tatsächlich auch sehr oft gefragt, was macht man denn mit Textil- und Bekleidungstechnologie? Es ist tatsächlich sehr viel möglich und auch vieles, wo die Menschen gar nicht dran denken. Also natürlich erstmal klassisch in der Bekleidungsindustrie, dass man dann Produktionsleitung oder in die Kollektionsgestaltung kann man natürlich auch gehen. Da sind nicht nur Designer vertreten, aber auch in so Funktionstextilien, wie im, also zum Beispiel im Sport sind ja sehr viel Hightech-Textilien auch eigentlich oder Outdoor, auch Zelte und so. Aber was auch geht, wo halt wirklich sehr selten dran gedacht wird, ist im der Autoindustrie oder im Flugzeugbau wird tatsächlich auch sehr viel Textil verwendet. Also zum Beispiel jetzt diese Faserverbundstoffe und so, die haben auch textile Elemente drin. Ja, bei mir wird es allerdings wohl mehr so die klassische Bekleidung werden. Allerdings durchaus mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit in meinem Fall, weil mir das auch sehr wichtig ist. Mhm. Wie bist du zu dem Studium gekommen? Wie hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Wie ich zu dem Studium gekommen bin, da fange ich vielleicht tatsächlich mal damit an, warum mir Bekleidung so wichtig ist. Ich habe auf dem Gymnasium hab ich leider ein wenig Erfahrung mit Mobbing machen müssen. Wie das so ist, der erste Gedanke ist so, hey, was ist falsch bei mir? Und das Offensichtliche war, ich war überhaupt nicht modisch angezogen. Ich hatte keine Ahnung, was Modetrends so sind, aber ich habe halt gesehen, ja, meine Mitschülerinnen ziehen sich anders an als ich. Also war so der erste Impuls, okay, ich versuche das jetzt zu imitieren. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, es ist eigentlich ziemlich egal, ob ich mich jetzt anziehe wie die oder nicht, die finden schon auch irgendeinen anderen Grund, oder? Also, ja. Und da war dann relativ früh dann so der Gedanke, okay, dann ziehe ich jetzt an, was ich möchte, was mir gefällt. Und da hatte ich dann zum Beispiel so einen knallorangen Mantel, den ich dann ständig getragen habe, den ich geliebt habe. Und und habe dann so angefangen, meinen eigenen Stil zu finden und ich auch so ein bisschen, das hat mir halt auch einfach irgendwie so ein Selbstbewusstsein gegeben, dass ich mich dann so angezogen habe und so. Und dann habe ich etwas später dann angefangen auch zu nähen und auch einfach festgestellt, das ist ein Material, mit dem ich sehr gerne arbeite. Ja, und dann, weil ich aber so ein bisschen im Kopf war, ja, das ist halt ein Hobby und alles, habe ich dann erstmal angefangen, Verfahrenstechnik zu studieren, was nicht so meins war und ja, dann letztendlich abgebrochen habe und dann halt auch überlegt, also ich hatte dann auch überlegt, will ich jetzt eine
Ausbildung zur Schneiderin machen oder so, aber das war dann auch nicht so ganz das Richtige. Und ich habe dann tatsächlich auf einer Messe, war die Hochschule, an der ich jetzt bin, mit einem Stand vertreten und die haben dann eben auch dieses Fach da präsentiert gehabt und da habe ich mir dann gedacht, hey, das ist doch genau meins. Magst du mir deinen Kleidungsstil ein bisschen beschreiben? Wie würdest du den beschreiben und vielleicht auch so, nähst du einen Teil selber, wie findest du deine Kleidung? Ja, ich finde meinen Kleidungsstil zu beschreiben immer sehr schwierig. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit dieses andere Leute beschreiben ist viel leichter. So ein bisschen eklektisch könnte es vielleicht treffen. Also ich experimentiere da auch gerne so ein bisschen und schaue auch immer mal wieder gerne in Secondhand-Läden, was es da so gibt, was mir gefallen könnte. Entweder so oder ich ändere mir dann Sachen auch gerne mal ein bisschen ab. Also so Stichwort Upcycling, Refashion. Ja, und so die besonderen Teile noch oder wo ich dann halt nicht das finde, was ich gerne tragen würde. Zum Beispiel bequeme Hosen, die dann auch gut aussehen. Das nähe ich mir dann halt selbst. Was war das letzte Design oder letzte Kleidungsstück, das du umgesetzt hast, so für dich? Also das letzte, das ich komplett von Grund auf genäht habe, das war ein Kleid aus den Vorhängen von meiner Oma. Weil ich da tatsächlich auch schon wieder am Überlegen bin, das nochmal wieder ein bisschen teilweise aufzutrennen und in zwei Teile draus zu machen, also ein Oberteil und einen Rock, weil ich glaube, dann trage ich es öfter. Ansonsten habe ich mich in letzter Zeit aber auch sehr viel damit beschäftigt, dann Sachen ein bisschen aufzupeppen, die ich schon habe. Also zum Beispiel habe ich ein Trägerkleid, das mir bisschen zu kurz war, habe ich dann unten noch einen Streifen dran gemacht, so in Collarblocking. Und jetzt gefällt es mir besser und es ist halt auch dann bequem und ich habe nicht die ganze Zeit Angst, dass es mir hochrutscht. Hast du Farben, die du besonders gerne trägst? Ja, also es darf dann auch gerne mal farbenfroh werden bei mir. Also so an Rottönen, vor allem so in Richtung von Weinrot, mag ich sehr gerne. Sehr viele Grüntöne tatsächlich auch und Orange und so, so dieses Ockergelb und so in der Richtung habe ich sehr viel. Und im Moment versuche ich ein bisschen mehr Lila reinzubekommen. Warum? Weil es Ace ist. Ja, weil ich die Assoziation mit der Ace Fahne halt einfach dann mag. Da würde ich gerne gerade noch weiter fragen. So Kleidung und Ace-Back ist ja auch immer wieder so auf dem Server ein Thema. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also hat ja natürlich auch relativ stark auch mit Gender zu tun, Kleidung, Ausdruck von Gender. Wie denkst du, dass deine Perspektive als Person auf dem Ace-Back, die jetzt Bekleidungstechnologie studiert, nochmal ein bisschen eine andere ist? Oder wie erlebst du das? Meine Perspektive als Person auf dem Ace-Back zu Bekleidung und allgemein und auch zu meinem Studienfach muss ich vielleicht ein bisschen aufteilen. Also erstmal so allgemein und in meinem Stil ist es halt erstmal klar, ich ziehe mich für mich selbst an und nicht, was hoffentlich auch die meisten Alo-Personen meistens tun, dass sie sich nicht irgendwie anziehen, weil sie anderen gefallen wollen, sondern weil es ihnen einfach selbst gefällt. Und in Bezug auf mein Studienfach hat mich das, glaube ich, sehr dafür sensibilisiert, wie einfach vorbelastet die ganze Branche im Thema ist. Also die Sprache und auch die Art und Weise, wie in der Branche gearbeitet wird, ist in vielen Dingen sehr binär ausgerichtet. Also das ist dann Damen-Oberbekleidung und Herren-Oberbekleidung zum Beispiel. Also war
Unisex-Design oder sowas hatten wir bis jetzt im Studium eigentlich sehr wenig. Zum Beispiel. Und ja, da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf in der Branche, finde ich. Wäre das auch so ein Bereich, wo du dich drin siehst? Also ich nehme an, in dem, was du für dich selber machst, hast du ja auch schon die Freiheit, irgendwie damit zu spielen, ein Stück weit, oder? Ja, also für mich selbst spiele ich tatsächlich schon auch ein bisschen mit dem Stil, einfach weil ich auch gerne mal scheinbar gegensätzliche Sachen entweder in einem Kleidungsstück oder in einem Outfit kombiniere. Also das darf dann auch gerne mal das ein Kleid sein, das ein bisschen mehr flowy ist und dann vielleicht mit einer Weste, die ja mehr aus der Herrenbekleidung klassischerweise stammt. Und wie ich das beruflich dann umsetzen will, 100%ig weiß ich es noch nicht, aber tatsächlich bin ich in das Studium gestartet, mehr so mit dem Gedanken, ich will mich da unbedingt Richtung Nachhaltigkeit in der Branche dann positionieren. Ist auch immer noch ein wichtiger Punkt für mich, aber mittlerweile habe ich dann schon festgestellt, dass ich dann eben auch, was zum Beispiel Gender in der bei der Bekleidung und so angeht, mich mehr mit beschäftigen möchte. Und auch, dass es einfach für verschiedene Körperformen Kleidung geben sollte, weil wie paradox ist es dann bitte, den Körper auf die Kleidung anpassen zu wollen? Also ich meine, die Kleidung kann ich auf jeden Körper konstruieren, aber ich kann nicht jeden Körper in das gleiche Kleidungsstück reinzwingen. Gibt es noch was, was du so zum Thema Kleidung, Bekleidung sagen möchtest? Ich glaube, die Frage ist gerade allgemein gehalten sehr schwierig. Was fällt mir bestimmt gleich auch ein. Genau. Ja, magst du noch ein bisschen von deiner Freizeit erzählen? Vielleicht vom Hund? Was für ein Hund ist es? Also mein Hund ist ein deutscher Wachtelhund. So eine mittelgroße Rasse. Ja, so von der Größe her zwischen einem Cocker Spaniel und einem Springer Spaniel. Witzigerweise wird die Rasse im Englischen tatsächlich auch German Spaniel genannt. Und wie bist du zu der Hunderasse gekommen? Oder zu dem Hund auch? Ja, also ich hatte vorher einen Dackel, der dann leider alt war und auch Dackellähme bekommen hatte. Und von daher, also war in der Familie schon immer so ein bisschen Richtung der Jagdhunderassen ausgerichtet, einfach weil wir die schön fanden, mein Vater auch immer schon als Kind Dackel hatte und ja, und dann hatten wir halt irgendwie so geguckt, was es gerade so für Würfe in der Nähe gab und dann gab es halt einfach einen mit Wachtelhunden und die haben wir uns angeguckt und ich war schockverliebt. Und es ist auch einfach eine sehr schöne Rasse, auch vom Charakter her. Magst du den Charakter deines Hundes und wie alt der Hund ist? So? Ja, also sie ist jetzt 3 Jahre alt. Und ja, sie ist eine sehr ruhige Liebe, die dann aber auch mal, wenn sie sich etwas akklimatisiert hat, anderen Hunden ihre Meinung sagen kann. In der Hinsicht ist sie mir sehr ähnlich. Ich muss mich auch immer erstmal ein bisschen an die Situation gewöhnen und dann sind Leute sehr oft sehr erstaunt, dass ich doch nicht so das graue Mäuschen in der Ecke bin. Mhm. Magst du so ein bisschen noch drüber sprechen, so wer oder was dir im Leben im Moment wichtig ist? Auf der einen Seite mein Studium und damit gut voranzukommen. Wichtig ist mir natürlich mein Hund und dass es dem gut geht. Und ja, meine Freunde und meine Freundin natürlich. Magst du so ein bisschen darüber sprechen, was hat dich geprägt in deinem Leben? Also mich hat auf jeden Fall auch geprägt, dass ich als Kind sehr oft krank war. Das ist dann mit der Zeit besser geworden, beziehungsweise haben wir auch rausgefunden, woran es lag. Und ja, und das war dann eben auch sehr gut behandelbar. Und dann sehr prägendes Ereignis
mit Mitte 20 war für mich auch noch dann die Diagnose Eierstockkrebs. Das kam sehr plötzlich, aber glücklicherweise auch noch eine Krebsart, die sich operativ behandeln ließ. Ja, aber das hat dann ein bisschen auch mein Weltbild auf den Kopf gestellt, weil ich vorher immer dachte, ja, ja klar, ich möchte Kinder. Nie wirklich drüber nachgedacht, einfach habe ich es meinem Umfeld so gelebt wahrgenommen. Und dann danach kam dann aber nach und nach auch zusammen mit meinen Labeln die Erkenntnis so ein, eigentlich ist es mir relativ, also es ist halt, ich habe keine Abneigung dagegen, Kinder zu haben oder so, aber ich habe halt eben nicht den Wunsch, es ist einfach sehr neutral. Und ich weiß nicht, ob ich die Erkenntnis so gehabt hätte, wenn es eben nicht der Fall gewesen wäre, dass ich krank war. Und beziehungsweise, es ist ja immer so schön, es heißt ja, gilt als geheilt, weil, bin jetzt gesund, mir geht's gut. Ich, die größte Einschränkung ist eben, dass ich keine Kinder kriegen kann, was für mich eben keine Einschränkung ist und dass ich Hormonersatz nehmen muss, weil ich keine Eierstöcke mehr habe, die diese Hormone produzieren würden. Aber dieses gilt als geheilt ist halt immer das, ja, kann halt aber auch jederzeit wiederkommen, das weiß man nicht. Also, ich meine, nach den ersten 5 Jahren, die jetzt auch schon rum sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass es dann dabei bleibt. Und wie gehst du damit um? Oder ich nehme an, das hat sicher auch etwas Zeit gebraucht, das irgendwie in die eigene Identität auch zu integrieren, diese Erfahrung, oder? Also als das Ganze akut war, also von der Diagnose bis zur letzten OP waren, also es waren 2 OPs, das waren tatsächlich nur ein paar Monate. Und in der Zeit war jetzt dann eigentlich tatsächlich kein so tieferes Beschäftigen mit, was das jetzt für Implikationen hat und alles, sondern mehr so ein Tunnelblick auf, was ist jetzt wichtig, was muss abgearbeitet werden. Dass ich mich dann danach mit meiner Identität beschäftigt habe und dann alles das, ja klar, also es fing dann tatsächlich erstmal eben an mit dem, ja okay, vielleicht ist Kinder bekommen für mich halt auch einfach noch nie wichtig gewesen. Ich dachte das nur, weil das halt der Norm entspricht. Und danach dann auch langsam dieses, ja, und Sex ist eigentlich auch nicht so das Allerwichtigste in meinem Leben. Also das, ja, also ich bin nicht auf dem asexuellen Spektrum, weil ich diese Erfahrung hatte, aber sie hat mir irgendwie geholfen, das für mich selbst nochmal zu realisieren. Und tatsächlich bin ich jetzt wieder dabei, nochmal für mich, was heißt es, dass ich Krebs hatte? Wie möchte ich das mit anderen Menschen kommunizieren? Ich mich dazu teilweise, also da bin ich gerade wieder dabei, mich jetzt mehr damit zu beschäftigen. Weil ich da teilweise sehr große Scheu habe, weil ich dann denke, es belastet andere Menschen. Und es gibt halt bei Krebs auch diese sehr dominanten Narrative mit dem Überlebenden. Und da sehe ich mich überhaupt nicht, weil das, ich habe nicht jahrelang oder monatelang mit Chemotherapie gestruggelt oder sowas. Das ist halt einfach nicht meine Lebensrealität und ich will mich da nicht als Überlebende von irgendwas bezeichnen und so. Ja, und diese Reaktion, die dann da typischerweise mal drauf kommt, ist auch eine, ein Gedanke, ich brauch da kein Mitleid, mir geht's ja gut und das ist halt alles einfach so gewesen. Und vor allem halt dieses, oh nein, wie schlimm und so betroffen. Nichts, was mir hilft, tatsächlich. Magst du, was wäre für dich eine Art und Weise, oder wo stehst du da vielleicht auch im welche Reaktion findest du hilfreich für dich? Oder auch welche Narrative dazu? Oder passender? Also bei den, was es, was passende Narrative angeht, ich glaube, das ist einfach weg von diesen zwei dominanten Narrativen halt, entweder du hast da ewig mit zu kämpfen gehabt und hattest Chemo und Haarausfall und alles,
Oder das andere ist ja, ja, du hattest das alles und das, beziehungsweise die Person hat das alles durchgemacht, aber es nicht geschafft und ist tot. Und das sind so die beiden Narrative, die ich immer wahrnehme. Und Krebs ist halt nicht so ein Monolith. Das sind wahnsinnig viele unterschiedliche Krebsarten und Wege, wie da Menschen durchgehen. Und es ist zum Beispiel auch, es gibt nicht, was ich vorher auch nicht wusste, es gibt nicht nur gutartigen Tumor und bösartigen Tumor. Es gibt auch Zwischenstufen. Das hatte ich zum Beispiel. Das war ein Borderline-Tumor. Das war halt, also ich habe es dann so verstanden, ja, das ist so ein nicht ganz eindeutig und kurz davor wirklich bösartig zu werden. Was jetzt sicherlich auch nicht die medizinisch korrekte Beschreibung davon ist, aber ich bin auch keine Medizinerin. Einfach, dass wir da mal vielleicht mehr wahrnehmen, dass das nicht, dass es eben super unterschiedlich sein kann und dass es auch Menschen gibt, denen du das nicht ansiehst. Und und ich meine, also es ist, ich finde es auch völlig okay, wenn ich das jetzt erzähle, dass dann dass damit, oh Mist, das ist ja total blöd, reagiert wird oder so, aber dann darf halt auch wieder gut sein und man darf mich mal normal behandeln. Ich glaube, so in meiner Erfahrung ist was Krebserkrankungen, auch viele andere Formen von Erkrankungen, aber gerade bei Krebs ist so dieses, diese Ungewissheit, die sich manchmal relativ lange hinzieht, aber schon einfach über die Tage zu vom Moment, wo eine Diagnose kommt, hinzu, bis man weiß, was genau und wie stark oder wie gefährlich und wie weit sich es ausgebreitet hat, welche Therapiemöglichkeiten das sind. Ich glaube, das sind ja so die Ungewissheit. Das ist relativ schwierig. Und das, was ja nachher ist, ja, man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit vielleicht. Aber im Grunde ist es ja irgendwie auch so, dass man nicht... Vielleicht ist es einfach weniger einfach zu ignorieren, dass man krank werden kann, wenn man mal irgendwie so ein bisschen näher oder eben mal mit einer schwierigen Diagnose und mit einer schwierigen Krankheit konfrontiert war. Oder? Ja, also die Ungewissheit ist bei Krebs natürlich auch immer ein Faktor. Sei es jetzt, wie schlimm ist es, hat es schon gestreut oder sowas. Wie gesagt, bei mir war das in dem Fall nicht so sehr der Faktor. Also ganz am Anfang war es, okay, es könnten vielleicht auch nur Zysten sein und vielleicht muss man auch gar nicht operieren. Aber das hatte sich bei mir dann sehr schnell geklärt. Und ich glaube, die Ungewissheit, die wirklich alle haben, ist halt, könnte es irgendwann wiederkommen. Und das kann halt nach 2 Jahren sein und das kann nach 20 Jahren sein. Aber auf der anderen Seite kann halt auch jemand, der keinen Krebs hatte, vielleicht ein viel höheres Risiko als ich haben und es gar nicht wissen, weil die Person vielleicht eine genetische Veranlagung dazu hat. Hat das bei dir Beziehungen verändert? Ja, das hat, also Beziehungen hat es tatsächlich auch bei mir verändert. Es hat ein paar Freundschaften beendet. Weil in dem Moment, als es halt aktuell war und auch gerade am Anfang, als ich noch nicht wusste, sind das jetzt nur Zysten, ist das was Schlimmeres, habe ich nur ein paar sehr wenigen Freunden was gesagt und da auch nicht sehr ins Detail. Und da gab es vor allem eine Freundin, die hat es nicht akzeptieren können, dass ich da noch nicht bereit war, mit ihr darüber zu reden. Und wobei ich das tatsächlich auch sehr zu einem großen Teil gemacht habe, um sie zu schützen, weil sie zu dem Zeitpunkt gerade einen sehr aktuellen Kinderwunsch hatte und auch mit ihrem Mann schon am Versuch, dabei war, es wohl zu versuchen, soweit ich weiß, damals. Und sie halt auch sehr viel immer darüber geredet hat und wo ich dann halt einfach mich zurücknehmen wollte, damit ich ihr dieses Thema nicht leidig mache, weil halt da schon im Raum stand, naja, also vielleicht müssen die Eierstöcke raus. Dass ich dann halt entsprechend
niemals schwanger werden könnte und so, was ich ja jetzt auch nicht kann. Ja, das konnte sie nicht akzeptieren, dass ich mit ihr noch nicht drüber reden wollte. Dann denke, es ist halt aber auch einfach meine Sache, wem ich wie viel über meine Krankheiten erzähle. Also nicht nur bei Krebs jetzt, ganz allgemein finde ich das. Ja, muss ja jede Person für sich selbst wissen, wie viel sie darüber reden möchte. Was hatte das Wegoperieren oder die Operation für Auswirkungen auf dich oder auf die Art und Weise, wie dir Menschen begegnen? Dass ich keine Eierstöcke mehr habe, hat für mir zumindest auch zwischendurch mal kurz die Frage nach Gender aufgeworfen. Aber eigentlich mehr in dem Sinne, dass ich mich selbst darin bestätigt habe, dass ich eine Frau bin, weil ich bin ja nicht meine Eierstöcke. Ich finde es dann immer sehr absurd, wenn ich irgendwelche TERF-Rhetorik höre, die mich dann ausschließen würde als Frau, wo die sicherlich, wenn die mich so sehen, nicht auf den Gedanken kommen würden, dass ich keine Frau wäre. Darf ich fragen, was macht für dich Frau sein aus? Oder in welcher Art, oder wie erlebst du, dass du Frau bist? Also, dass ich eine Frau bin, das kann ich jetzt tatsächlich an nichts Bestimmten festmachen. Das ist einfach, es ist für mich so, das fühlt sich für mich richtig an. Und es ist für mich auch einfach nicht der wichtigste Aspekt meiner Persönlichkeit. Du hast vorhin gesagt, eben, dass du eben auch durch die Krebserkrankung dich mit deiner queeren Identität auch noch mehr auseinandergesetzt hast oder mit Aceback-Labels. Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, so welche Formen von Anziehung du oder wie du Anziehung verspürst. Also jetzt eben, du sagst eben Demi, Grey und Bi, also eben die, weißt du, ich nehme an, man macht es ja meistens an eigenen Erfahrungen fest, so. Und vielleicht, dass du ein bisschen drüber sprechen kannst, gerade für Leute, die das hören, die vielleicht das nicht so kennen. Magst du ein bisschen über deine Labels sprechen und wie du dazu gekommen bist? Oder wie oft erlebst du Anziehung und unter welchen Umständen? Also, bei meinem ersten inneren Coming-out dachte ich noch, ich wäre hetero und auf dem asexuellen Spektrum. Da war ich dann auch eine Weile einfach mit glücklich, dass ich das einfach so für mich wusste. Ich glaube, da war ich auch nur vor einem sehr guten Freund geoutet, der auch queer ist. Und ja, dann irgendwann hatte ich dann doch so das Bedürfnis nach Community. Hab dann irgendwann den Aceback German Server gefunden. In der Zeit habe ich dann auch schon so vielleicht bin ich doch bi. dann nach einer Weile auf dem Server, oder als ich mich dann auch mehr mit beschäftigt habe, da hat es dann wirklich am längsten gedauert, dass das mir aufgegangen ist. Vielleicht hat, dass ich mich so selten verliebe, ja auch gar nichts mit meiner Sexualität zu tun, sondern mit meiner romantischen Orientierung. Und dann bin ich jetzt dann auch noch drauf gekommen. Ja, demiromantisch passt eigentlich auch noch sehr gut. Die Anziehungsart, die ich am häufigsten erlebe, ist tatsächlich platonische. Weil platonische Anziehung bei mir immer irgendwie gemischt mit noch einer zweiten Anziehungsart vorkommt. Also das ist entweder ästhetische, also dass ich einfach eine Person sehe und und irgendwie deren Stil oder irgendwas an der Person als cool oder anziehend für mich wahrnehme, und das ist dann ja ein bisschen so ein Katalysator für mich, dann auf die Person zuzugehen und mich dann vielleicht anzufreunden mit der Person. Oder was
was dann ein bisschen später auftritt manchmal, ist ja mehr so Richtung Altorös. Also das ist dann in dem Moment für mich, dass ich mit einer Person, mit der ich schon ein bisschen mehr zu tun habe, die ich schon ein bisschen kenne, dass ich dann merke, okay, ich habe da eine platonische Anziehung. Und da merke ich dann eben auch, es besteht ein Potenzial, dass das zu romantischer Anziehung überschwingen könnte, wenn die wenn andere Faktoren noch stimmen. Ja, deswegen benutze ich da eben auch demiromantisch für mich. Wie häufig erlebst du erlebst du ein Verliebtsein oder so? Also, dass ich wirklich romantisch irgendwie verliebt war, ist tatsächlich schon ein bisschen länger her bei mir. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie häufig das ist. So diese altoröse Anziehung kommt auch schon ab und an mal vor. Magst du auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie du sexuelle Anziehung erlebst? Bei der sexuellen Anziehung hatte ich tatsächlich lange gedacht, es ist mehr, dass demisexuell mehr passen würde für mich, weil es eben auch sehr oft dann mit Verliebtheit einhergeht. Aber irgendwie, passt es dann doch, hatte es dann doch nicht so gepasst, weil dann manchmal noch andere Faktoren irgendwie eine Rolle gespielt haben. Deswegen bin ich da jetzt bei... Entschuldigung. Deswegen bin ich da jetzt bei Grey Ace gelandet erstmal, weil da für mich die Faktoren nicht so ganz klar sind und es in den letzten Jahren auch eigentlich nicht vorgekommen ist, dass ich irgendwie jemanden sexuell anziehend fand. Hast du für dich auch eine partnerschaftliche Orientierung? Also würdest du gerne Formen von Partnerschaft leben oder eher nicht? Also ich hätte in Zukunft schon gerne eine Partnerschaft. Ja, im Moment gibt es halt in meinem Leben keine Person, der ich mir das vorstellen könnte. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie das dann aussehen würde, also oder sollte. Also ich denke, es würde eher in Richtung einer QPR gehen, weil ich einfach auch mag, dass es dann nicht so vordefiniert ist. Ja, also, wo war ich jetzt? Wegen Partnerschaft, QPR. Genau, also ich mag ich könnte mir da eher eine QPR vorstellen, weil ich einfach mag, dass es dann von Anfang an nicht so vordefiniert ist von gesellschaftlichen Normen und es dann vielleicht auch schön ist, dass ich dann mit der Person das alles nur selbst definieren kann. Und natürlich müsste das eine Person sein, die Hunde mag. Wahrscheinlich hat der Hund sich deswegen gerade so beschwert. Ich weiß nicht, du hast auch noch das Rollenspiel Pen & Paper erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein bisschen einsteigen wollen. Kannst du vielleicht ein bisschen das System oder in was für einer Kampagne ihr gerade drin seid, was du für Rollen hast? So. Also in meiner Freizeit spiele ich auch sehr gerne Pen & Paper. Beziehungsweise bin immer noch da auch dabei, eins selbst zu schreiben, das allerdings auch schon bespielt wird. Also ich habe gerade zwei Runden, in denen ich in dieser Welt meistere und da macht mir wie meine SpielerInnen die Welt bevölkern, macht zum einen sehr viel Spaß und am Interagieren, aber auch das Schreiben selbst. Habe ich zum Beispiel vor kurzem jetzt eine Kultur reingeschrieben, die ist, es ist keine menschliche Kultur, aber es ist eine ROAs Agender-Kultur. weil ich da auch definitiv noch mehr menschliche Repräsentation, queere Repräsentation reinschreiben werde. Magst du sagen, also spielt ihr da mit einem eigenen System oder auf was für einem System spielt ihr? Also wir spielen, für die Welt ist System, für die Welt ist auch selbst geschrieben. Es ist ein relativ simpel gehaltenes System. Es ist ein Poolsystem für die Menschen, denen das was sagt. Also es wird halt mit ganz vielen Würfeln gewürfelt. Thank you.
wenn es richtig ist, würde ich dann so, welche Zukunft siehst du für dich, was wünschst du dir für deine Zukunft? Meiner Zukunft sehe ich, hätte ich gerne, dass ich dann schaffe, die queeren und vor allem auch die Aspect-Themen, die mich dann auch so beschäftigen, auch mit als Perspektive in meinen Beruf zu bringen. Und dass ich da dass ich da eben auch nachhaltig in die Bekleidung nachhaltig und queer einsteigen kann. Wie genau das dann aussieht, weiß ich noch nicht, aber das ist ja dann auch spannend. Und ein bisschen ein Traum ist, dass ich dann vielleicht auch tatsächlich mal schaffe, mein Pen and Paper in eine Reinform zu bringen und vielleicht sogar zu veröffentlichen. Das wäre noch sehr cool. Genau, eben, du hast was mitgebracht, auch dass du unseren HörerInnen empfehlen möchtest. Magst du darüber sprechen? Ja, ich möchte noch einen Podcast empfehlen. Der heißt Questioning Fashion. Es ist ein relativ neuer Podcast von zwei Australierinnen. Die eine von beiden hat einen Vintage Dress Hire Shop und die andere ist eine Sustainable Stylistin. Und die unterhalten sich halt. Über Themen rund um Mode, aber das auf einer sehr persönlichen Ebene auch. Also die beiden machen das auf einer sehr persönlichen Ebene, wo es dann auch sehr viel um persönlichen Stil geht. Die ignorieren dabei aber eben auch nicht die Probleme, die es so in der Modeindustrie gibt, sondern sprechen dann auch durchaus dann mal Nachhaltigkeit an. Gibt es eine Folge, die du besonders empfehlen kannst? Also eine bestimmte Folge, die ich jetzt empfehlen würde, fällt mir gerade nicht ein. Außer die beiden haben quasi, bevor sie den Podcast richtig gelauncht haben, haben sie schon ein paar inoffizielle Folgen auf YouTube hochgeladen. Die lohnen sich auf jeden Fall auch, wenn die im Videoformat noch sind. Cool. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie wir verblieben sind. Eben, du hast die Möglichkeit, auch noch so deine Kanäle zu pluggen, wenn du das möchtest. Wie kann, also auch wenn du mit bestimmten Leuten gerne in Kontakt kommen möchtest, wenn man dich anschreiben darf, soll. Genau. Ja, wenn ihr euch gerne mit mir in Verbindung setzen wollt, ich bin des Öfteren auf Aspect German zu finden. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Dann würde ich hier schließen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich fand es echt spannend, was du erzählt hast. So. Und ich finde immer wieder so die Vielfalt an Geschichten und Lebenssituationen. Ich finde das so interessant jetzt auch an dem Format. Und genau, da auch mega schön, dass du da uns einen Einblick gewährt hast. Hallo, hier ist Finn aus der Nachbearbeitung. Und ich habe gute Neuigkeiten für euch. Und zwar hat Risa inzwischen auch einen Instagram-Account. Ihr findet Risa unter Risa der Mushroom auf Instagram. Also Risa_der_Mushroom. Das findet ihr aber auch in unseren Shownotes verlinkt. Schaut dort gerne mal vorbei. Es sind ziemlich coole Bilder. Und jetzt zurück zur Folge. Viel Spaß noch. Ja, damit sind wir am Ende dieses Porträts. Risa, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und uns da einen Einblick gegeben hast in dein Leben und in deine Perspektiven auf die Welt. Finn, wie geht's dir nach dem, was du gehört hast? Was ist hängen geblieben? Ich fand das Porträt sehr spannend. Aber mir ist so irgendwie am meisten hängen geblieben dieser Unterschied, von dem Risa erzählt hat, in der Reaktion, wenn sie sagt, dass sie keine Eierstöcke mehr hat gegenüber anderen Dingen. Das finde ich schon krass und ich frage mich halt, was das eigentlich aussagt über die Sicht von Menschen auf Gender und so. Das ist schon,
finde, das ist dann auch was, worüber wir mehr reden sollten, weil das eben auch Personen, einfach Cis-Frauen und Cis-Männer vielleicht in anderen Bereichen auch betrifft und nicht nur Trans-Personen oder so. Mhm. Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Etwas, was mir auch bei diesem Gespräch wieder mal aufgefallen ist, ist so etwas, was ich an dem Format so schätze und so toll finde, ist zu sehen, wie oder zu hören, wie Leute auf dem Aceback eben in so ganz verschiedenen Bereichen arbeiten und da die Aceback-Perspektive oder unterschiedliche Aceback-Perspektiven dann auch reinbringen und das Feld, in dem sie arbeiten, ein Stück weit einfach auch halt aus einer anderen Perspektive oder aus einer ihre Arbeitsbereiche da auch irgendwie durch ihre queere Perspektive bereichern können. Das ist was ich sehr, sehr wichtig finde, dass das irgendwie auch sichtbar ist und was mich irgendwie, was mir so einen gewissen, ich weiß nicht, was Stolz auf die Community oder auch irgendwie so das Selbstvertrauen, auch in einem Bereich, wo vielleicht meine Perspektive eine fremde Perspektive ist, da die doch einbringen zu können und da offen Ace und Arrow sein kann und den Mut zu haben, da auch vielleicht gegen Widerstände dem einen Wert und meiner spezifischen Perspektive einen Wert beizumessen. So. Ja. Total, da würde ich dir voll zustimmen. Dann jedenfalls nochmal vielen, vielen Dank, Risa, auch von mir. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angelangt, würde ich sagen. Die Redaktionsleitung der Folge war bei mir, bei Finn. In der Redaktion war aber auch Getz mit dabei. Den Schnitt der Folge wird Charles übernehmen. Vielen Dank dir. Und ja, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Rückmeldung habt, irgendetwas diskutieren wollt, was in der Folge aufgekommen ist, ihr Folgenideen habt, Anregungen oder sonst wie Feedback, meldet euch doch bei uns, auch wenn ihr gerne bei Menschen im Porträt dabei sein wollt. Wir suchen immer Leute und nein, euer Leben ist nicht langweilig. Ja, genau, ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast, auf Facebook, auf Twitter, auf Mastodon und wir haben auch einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net und ihr findet uns auf dem Aceback German Discord-Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt oder ihr könnt uns auch im Voice-Chat antreffen, wenn ihr wollt. Ja, und ich freue mich, euch dort zu hören, zu lesen oder zu sprechen. Und tschüss! Tschüss!